Das kalte Hawaii nennen sie das hier. Hab ich dich heiraten dürfen? Also, willkommen in die neue Woche. Wir sind in einem Spot, der heißt Bunkers in Klittmüller. Das kalte Hawaii nennen sie das hier. Wie man sieht, die Sonne hat uns wieder verlassen und die Welle auch. Und wir stehen jetzt ein bisschen mehr im Inland an so einem Fjord bei Tisted, heißt es hier. Und ich zeige mal kurz, wie wir da stehen. So erkennt man noch nichts, aber dann, wenn man auf diese Seite läuft, tada! Naja, wir haben irgendwie Lowe eingepackt mit unserer Tarp, weil unser Dachfenster, irgendwo ist es nicht mehr ganz zu und wenn es regnet, dann läuft es da irgendwie an den Dach entlang runter und tropft bei uns drinnen. Also das ist nicht so schön. Da muss ich dann irgendwie nochmal zum Baumarkt und mich Dichtungsmittel holen und dann auf einen sonnigen Tag irgendwie wieder reparieren. Aber jetzt ist die Lösung das einfach ja erstmal so, weil, wie man sieht, ich kann das jetzt nicht leben. Da kommt schon wieder der nächste Regenschauer. Es geht von der einen in der nächsten. Irgendwie sieht es aber ganz lustig aus. So ist es eher ein Zelte geworden als ein Campen. Wir stehen so unter so einem grünen Baum fast. Wenn wir hier im tropischen Regen. Da auch. Was sagst du, Kate? Als wären wir im tropischen Regenwald. Ja, dabei sind wir im kalten Norden. Ja. Aber nee, das kriegen wir schon hin. Jetzt tut's das. Wir haben die Nacht überlebt mit viel Regen und da hat dann auch nichts durchgezickert. Also das funktioniert so für jetzt. Und dann, wie wir das lösen, das kriegen wir auch noch hin. Ja. Irgendwie. Und jetzt, was machst du jetzt? Ich bereite das Abendessen vor. Okay. Es gibt Kartoffelsalat. Und wieso machst du das hier? Du machst hier Wasser raus. Ja, aus der Dusche. Wir kommen hier auch an unsere Dusche ran. Ja. Und dann holst du da das Wasser, das vorne nicht so schnell leer ist. Ja, weil vorne ist fast leer. Ja. Und ja. Okay, ja. Ich kann ja auch nachfüllen. Ja, aber es reicht noch vorne. Es reicht noch vorne. Du kannst mal kurz den Topf hier runternehmen. Was machst du da? Ich. Oh, das ist schwer, das geht nicht mit einer Hand. Ach komm, ich bin stark. Ich stelle es einfach da ab. Dass du das hier wieder in die Dusche schieben kannst. Okay. Schau, das sind die Kartoffeln. Einen Kartoffelsalat muss man rechtzeitig anfangen zu machen. Warum? Die müssen ja nach dem Kochen kurz abkühlen, ja, dass man sie anfassen kann zum Schälen und Schneiden. Ja, und dann, wenn man es warm essen will, kann man natürlich direkt essen, aber es braucht halt ein bisschen, die alle schneiden und machen. Und ja, okay. Deshalb koche ich die jetzt schon
Sehr gut. Nee, gut. Kartoffelsalat und Maultaschen. Mega, okay. Kartoffeln wurden aufgesetzt und dann setze ich einen Kaffee auf. Ja. Ne? Ich mach mal den Kaffee. Super. Okay, Tobi. Käffchen. Und es regnet jetzt. Es fängt an, ne? Ja. Willkommen im Regenwald. Steht sie rum? Immerhin kann ich stehen. Ja, du kannst stehen, ne? Drinnen. Sehr gut. Da es sich draußen ziemlich einregnet, würde ich sagen, fange ich mal an, die Kartoffeln zu schälen und zu schneiden. Weil es ist fertig. Kocht. Hier sind welche und. Hier. Genau. Deshalb, die mache ich mal an die Arbeit. Kartoffelsalat ist mittlerweile fertig. Ich finde, es sieht gar nicht so schlecht aus. Ist auch richtig schön so schmatzig geworden, wie man das bei uns sagt im Schwarmland. Grüner Salat und jetzt putzen wir hier die Maultaschen. Das sind vegane Maultaschen einfach vom Supermarkt, keine besonderen, aber ja, ich glaube, es wird uns schmecken. Was denkst du? Das denke ich auch, ja. Also ich habe richtig Hunger. Ja, es riecht auch so richtig gut. Also. Vor allem, ich saß den ganzen Mittag schon neben dem fertigen Kartoffelsalat und der hat so gut gerochen. So Hunger bekommen. Ja, musste man sich echt bezwingen. Zurückhalten. Zurückhalten, ja, genau. Gut, dass wir so gut und groß Mittagessen haben. Ja, das stimmt. Also ich muss mal rühren, sonst brennen die Maultaschen an. Okay, mach das. Sieht doch gut aus. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Recht verzeiht. Und da steht schon der Heinz Tomate, Ketchup und Mayonnaise. Nicht gerade gesund, aber schon richtig lecker. Ja. Die Zunge kommt raus. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, da fehlen jetzt normal kommt dann noch frischer Schnittlauch drauf. Das hatten wir jetzt nicht. Okay. Aber ich glaube. Schmecken tut es trotzdem. Ja, ich hoffe. Ja, das glaube ich schon. Boah, und so sieht es dann doch sehr schön gefärbt aus. Bunt aus, ja. Also. Komme ich zu dir? Danke fürs Kochen und einen guten. Nam, 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 nam. Dein Fazit zum Kartoffelsalat? Hang loose. Ja? Nee, mein köstlich. Also richtig gut. Okay. Habe ich dich heiraten dürfen? Hä? Wie? Ich weiß nicht, ob das so im Schwabenland ist oder so, aber da gibt es irgendwie den Spruch, wenn die Frau einen guten Kartoffelsalat machen kann oder so, dann ist sie bereit, dann darf man heiraten oder so. Ja, wenn ich das vorher gewusst hätte. Was wäre denn? Dann wäre es vielleicht ganz anders gelaufen. Oh, war es dann doch nicht so lecker in dem Fall? Nee, doch. Es war wunderbar. Ich die Prüfung und, bestanden. Ich halte eher Ring an. Okay. Ja. Den hast du gar nicht an übrigens. Doch, so. Das steht ja ganz in der Hand. Das ist gar nicht braun. Nee. Ja. Der hat bei Surfer gestört, deswegen ist ab keine Sorge, alles gut. Ich habe ihn auch nicht an. Ich verliere ihn sonst auf dem Wasser nämlich. Ja. Okay, dann schönen Abend voll. Schönen Abend. Bis morgen. Bis morgen.
guten Mittag. Und wie ihr sehen könnt, wir haben der Lowy wieder befreit von seinem Tarp. Es ist trocken geworden. Ja, zum Glück. Endlich. Seit heute Morgen ist es trocken. Ja. Es Kai war schon schön auf dem Wasser hier ein bisschen wingen. Ja, es war richtig schön. Du bist mir hinterher geflogen mit der Drohne. Wir haben wieder ein paar Aufnahmen gemacht. Ein bisschen. Ja. Für wen, die es noch nicht wisst, nämlich, oder es noch nicht gesehen hat. Wir öffnen auch ein neues Kanal. Ja. Wir sind so begeistert von diesem relativ neuen Sportart, das Wingsurfen, Wingfoilen, dass wir gesagt haben, da müssen wir mehr mitmachen. Wir haben ja alle Filmapparatur dabei. Genau. Und wir wollen den Sport ein bisschen größer machen und auch den Spaß verbreiten. Das heißt, wir haben einen Wing-Guru Wing-Kanal geöffnet, 100% Wingfoilen. Wir würden Tutorials bringen, also für denen, die noch gar nicht wissen, was es ist, schaut vorbei. Man kann da dann auch so die ersten Schritte ins Wingfoilen, was man braucht, etc. Genau. Erfahren. Oder ihr könnt vielleicht schon wingen und wollt die Halse lernen, was auch immer. Extra Tipps, Schritt für Schritt Materialinfos. Ja, Schritt für Schritt kommen Videos hoch. Genau. Wir verlinken euch unseren Kanal mal unten in der Infobox und freuen uns, wenn ihr vorbeischaut. Genau, schaut vorbei und wir sind selber so gespannt und freuen uns. Mega, ja. Jetzt geht's aber ins Städtle. Ins Städtle, ne? Ja. Ja. Okay, super, dann können wir los. Und wir würden, gerade auch wegen der Videos, mal schauen, ob es hier einen Elektronikladen gibt und noch so ein Mikrofon holen, damit der Ton auf jeden Fall auch gut ist, wenn wir dann die Erklärvideos drehen. Das ist schon mal wichtig, weil diese Kamera hier, die hat schon zwar so ein Mikrofon, das geht, so für diesen Vlogs, ihr hört uns ja, aber wenn wir da im Wind stehen oder so, dann soll das schon Qualität sein. Jetzt schauen wir mal, ob wir das finden können. Ja, holen wir schon so ein bisschen durch. Und dann schauen wir, wo es danach hingeht. Aber erstmal das Set anschauen. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. Kate ist die Pfandflasche, oder wir sind die Pfandflaschen vergessen. Jetzt ist sie noch schnell zurückgerannt und da kommt sie jetzt schon wieder. Weil ich glaube, die haben wir gestern hier in Tisted auch gekauft und die kann man, glaube ich, nur hier zurückgeben. Zumindest wussten wir, dass wir sie hier zurückgeben können. Ja, das machen wir. Jetzt läuft sie da mit zwei Pfandflaschen rum. Hey, Flasche! Jetzt kann's losgehen, ne? You don't know how much I love you. Cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. Was können wir spendieren? Fast einen Euro können wir. 7 Kronen. 6. 6, ah ja. So, wir sind wieder zurück. Ja. Und waren wir erfolgreich? Yes. Yes? Ja. Toppi! Okay, wir haben nämlich, hier liegt's, ein Bluetooth-Empfänger, Saramonic ist die Marke.
und den steckt man in die Kamera ein, dann hat man einen Empfänger im Hosentasche mit einem kleinen Mikro, ne? Und da kann man sich im Wind stellen und da sollte man trotzdem einfach gute... Ja. Und die Kamera kann bis, was waren es, 50 Meter weit wegstehen. Genau. Also das ist perfekt. Gut. Ich bin gespannt. Also muss wir bald mal austesten und dann erfahrt ihr es jetzt. Ja, ihr erfahrt es ja jetzt. Nicht jetzt, dann. Ja, sehr gut. Okay, schön. Ciao. Wir sind in Norre-Forre-Pö. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Kai ist auch da. Sieht man dich? Wo bist du? Ja. Hi. Hi. Guten Morgen. Und ihr werdet es nicht glauben, aber ich gehe jetzt duschen. Hier gibt es am Strand so ein richtig gutes öffentliches Klohäuschen mit warmer Dusche umsonst. Tja, das nutze ich natürlich direkt mal aus. Und ja, nehmt euch mal mit. Ciao. Ciao, viel Spaß. Genießt es. Danke. Ich gehe dann nach dir. Ja. Du hast es auch nötig. Ja. Hier drin aus und ich muss sagen, das ist besser wie auf manchen Campingplätzen sogar. Zwei Toiletten, sogar hier so Schließfächer und Waschbecken und dann die Dusche und die teste ich jetzt mal. Bin ich dran? Ja, traumhaft. Traumhaft, ist gut warm? Richtig warm, richtig guter Strahl, warm. Ey. Und sauber? Sauber, verrückt. Herrlich, wie auf dem Campingplatz, ne? Direkt am Meer. Direkt hier. Das Einzige ist, wir haben hier ja nicht geschlafen, ne? Man kann ja nicht schlafen. Ne, genau. Aber wie lange sind wir gefahren? Zwei Minuten. Zwei Minuten. Barker in der Düne, was weiter. Ja. Herrlich, die Sonne scheint. Schön. Perfekt. Schön. Jetzt kann ich wieder ein frisches T-Shirt anziehen. Ja. Guten Morgen und ein neuer Tag in Dänemark. Wir sind so langsam richtig angekommen hier. Das Wetter macht auch mit. Also besser wird es Wind und Sonne und die kommenden Tage sieht es einfach herrlich aus. Kate, auch guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Wie geht's dir? Gut, bis auf, dass ich viele Muskeln in meinem Körper spüre, weil ich gestern lang auf dem Wasser war, hängen, zwei Sessions und nochmal abends bis 8 Uhr oder so. Ja, das spürt man in den Knochen. Und das Ding ist, die nächste Woche eigentlich sieht gut aus mit Wind. Ja, mein Körper muss sich langsam daran gewöhnen, glaube ich. Oder sehr schnell, ja. Lieber schnell. Ja, und wie es nächste Woche dann genau wird, das sieht ihr dann auch im neuen Vlog. Ja. Wir verabschieden uns für diese Woche. Wir hoffen, ihr habt daheim auch eine schöne Woche gehabt. Und dann sehen wir uns aber nächste Woche. Ja, bis dahin. Macht's gut. Doi, doi. Doch.